Hallo meine Lieben, seid alle ganz reich und herzlich begrüßt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte heute mit euch einfach mal plaudern über Gott und die Welt. Es ist die Tatsache, dass wir unseren Herrn Christus eigentlich vielleicht nur von einer Seite kennen. Und ich möchte heute euch zeigen, dass wir in einem Christus leben. Wir sind Teil, wir sind er, wir sind ein Teil von ihm, aus Gott, aus dem Herrn, durch den Geist, im Geist. Was uns Anlass geben sollte, eigentlich keine Angst zu haben, voll Vertrauen und Wissen, wir sind nicht alleine, niemand kann uns schaden und egal was kommt auf uns zu, wir haben jemand, der über alles steht. Man kann natürlich immer über das, du musst, du sollst und reden. Aber ich denke, es ist auch wichtig zu erfahren, welch einen großen Gott wir haben. Um sich zur Kenntnis bringen, ja, wie reich geschenkt sind wir, beschenkt sind, wie geliebt sind wir, ja, und was für einen Gott wir haben. Deswegen spricht man auch mit Ehrfurcht vor ihm zu sein, vor seiner Heiligkeit, Gerechtigkeit, ja. Und es ist immer wieder erstaunlich für mich, welch eine große Gnade ein so herrlicher Gott ausübt mit so ein vergammelter, nicht nütziger Mensch, wie ich es bin. Ein Verzager in allen Richtungen, der mit der Sünde nicht fertig werden kann, der alleine nichts vollbringen kann, einen, der eigentlich verloren gehen sollte. Der Spruch, was Johannes sagt in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt. So hat er geliebt. Und die Menschen sagen immer wieder, ja, Gott ist ungerecht. Warum hat er das gelassen und das gelassen und das gemacht? Und warum hat er es nicht so gemacht? Alles hat seinen Grund. Aber das hat Gott uns nicht alles auf die Nase geschmiert, weil das hätten wir auch nicht ertragen können. Gott weiß ganz genau, was wir eigentlich tragen können und nicht tragen können. Wir können Gottes Gerechtigkeit, seine Liebe, erst gar nicht erfassen. Seine Macht, seine Herrlichkeit, alles, wir können ihn nicht erfassen. Wir sehen nur ein klein bisschen was und staunen drüber. Was vor der Schöpfung passiert ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen aus der Kolosserbrief 2, wer das liest, dass bevor alles durch den Sohn, für den Sohn, in den Sohn gemacht wird. Und Gott wollte, dass die ganze Fülle im Sohn ist. Und durch ihn wurde das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen, mit gutem Grund. Was wirklich vor der Schöpfung alles so abgelaufen ist, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir,
Wir sind da. Wir leben hier. Und die einzige Möglichkeit für uns ist, diesen Gott anzubeten, ihm zu vertrauen, ihm zu danken, ihn zu loben. An ihm sich zu klammern. Es sind Fragen, auf denen wir erst später Antwort kriegen. Lasst uns kurz beten. Vater, wir loben dich und preisen dich. Du bist so allmächtig, du bist so heilig. Das werden wir erst später, wenn wir bei dir sind, erkennen. Und wir werden staunen, Herr, wie wenig eigentlich wir von dir erfahren haben können als Mensch. Vater, ich danke dir, dass wir in dieser deiner Herrlichkeit leben dürfen. Ich danke dir, dass du die Erlösung vollbracht hast in uns, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und dass du alles für uns an unserer Stelle erfüllt hast, vollbracht hast. Wir danken dir, dass du so weise gehandelt hast von Anfang an, bevor noch du etwas geschaffen hast. Herr, wir loben dich und preisen dich und wir möchten dich bitten, leite uns durch diesen Video, erbaue uns, ermutige uns, lass dich loben und preisen, o Herr, denn du bist gerecht, du bist ewiglich und heilig, Herr. Wir loben dich, o Herr. Amen. Das heutige Spruch ist, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich weiter dahin fahren. Und aus 1. Timotheus 6, 7-8, wir haben nichts in dieser Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Nichts bringt der Mensch, nackt kommt er, nackt geht er, denn alles Weltliche bleibt hier. Aber wie dann am Schluss nach dem Tod, so gesagt, den ewigen Gott begegnest, das kannst du in diesen Nacktheit ändern. Denn wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du mit ihm auferweckt. Wenn du ihn anbetest und wenn du dein Leben ihm anvertraust, dann sammelst du Schätze in einem Reich, wo niemand dir diesen Schatz wegnehmen kann, denn Gott selbst passt auf das auf. Denn Gott selbst passt auf das auf. Es ist wirklich etwas Besonderes, was wir eigentlich so nicht ganz verstehen können. Aber wir können es glauben, wir dürfen es vertrauen, wir dürfen hoffen. Ja, das sagt Paulus auch sehr deutlich. Ja. Glauben, Hoffen, das ist das Grund. Ja, denn wer glaubt, dass er mit Christus gestorben ist, wird auch mit ihm auch leben. Alles durch den Glauben, alles durch die Hingabe. Mein Altar, mein Leben soll ein Altar sein, ja, ein wohlgefälliges Geruch dem Herrn. Und wie? Indem ich ihm die ganze Anbetung bringe, indem ich zeige, dass er allein Gott für mich ist und nichts anderes. Meine Lieben, die Tatsache ist,
dass nach der Sündenfall darf und soll Gott sich überhaupt nicht der Erde nähern. Deswegen hat Gott vor Anfang an alles in Christus, in dem Sohn, überlassen und in ihm die ganze Schöpfung. Denn der Vater ist der, der will, der denkt, der den Ratschluss hat. Der Sohn ist der, der Befehl gibt. Und der Geist ist der, der ausführt. Also wenn am Anfang geschrieben ist, dass der Geist schwebt über die Wasser und dann sagt Gott, es soll sein, dann führt der Geist das aus. Und es wird. Und es wird in einer Nu. Denn wo er das ausgesprochen ist, ist es auch geschehen. Es ist auch geschehen. Das ist Macht. Ja? Und es ist die Tatsache, dass Jesus der Schöpfer dieser Welt ist. Gott sprach durch den Sohn. Gott vollbracht durch den Sohn die ganze Schöpfung. Seinen Ratschluss hat er durch den Sohn, indem wir leben, indem wir Teil sind, vollbracht. Deswegen Jesaja 40, 28 sagt, hast du es nicht erkannt und hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, ein ewiger Gott ist der Herr. Viele erkennen das Gottheit Jesus nicht, auch heute nicht. Die Trinität zum Beispiel, das ist für viele ein Anstoß. Möge sein, wie Gott damit umgeht, weiß ich nicht, aber es steht geschrieben. Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. In solch einem Herr leben wir. In solch einem Herr sind wir Teil, sind wir Glieder. Ja, aber man könnte sagen, aber Gott ist der Schöpfer. Ist das so? Jesaja 43, 15 ist sehr deutlich. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Nicht Gott ist der König, sondern der Sohn ist der König Israels, Jesus, der von Anfang an versprochen worden ist, aber von Anfang an war. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Anfang und das Ende. In Jesaja 54, 5 ist auch wieder nochmal sehr deutlich. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr, der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott, der ganze Erde wird er genannt. Leider nicht von Christen immer. Also wenn ich manche Christen streiten höre über die Gottheit Jesus. Na? Ja, dann ist es wirklich eine Schande. Ne? Aber es ist leider so. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wer Jesus in dem Alten Testament, wie er sich geoffenbart hat? Mit welcher Macht und Herrlichkeit? Vielleicht können viele nicht anfangen mit das, wenn ich sage, Gott, der Vater, kann die Erde nicht berühren. Warum? Es steht geschrieben, Fleisch und Blut kann nicht in den Himmel rein. Es kann kein Sünder vor dem Gott, der Vater, stehen.
Warum? Denn seine Heiligkeit ist so gewaltig, dass der Sünder sofort sterben würde. Wenn Gott jetzt aus seinem Reich auf die Erde kommen würde, würde die Erde zerstört durch die Heiligkeit Gottes. Wegen das, dass die ganze Erde unter der Fluch der Sünde ist. Deswegen wird Gott erst bei den Menschen sein auf der neuen Erde. Im tausendjährigen Reich ist nur der Sohn und der Geist Gottes auf der Erde mit dem Reich des Himmels da. Nur der Sohn. Das ist ganz deutlich geschrieben, auch in Offenbarung, aber auch in vielen Propheten. Gott, der Vater, wird erst auf der neuen Erde, wo der Fluch der Sünde nicht mehr da ist, wo die Sünde nicht mehr da ist, wohnen können. Denn alles, was auf die neue Erde geht, wird geheiligt, gereinigt durch den Sohn, ja, durch das Wirken des Geistes Gottes. Und wir lesen in der Offenbarung auch, dass nach dem tausendjährigen Reich, wenn der Teufel auch aus der Seite gestellt wird, ja, wird die neue Erde und neue Himmel, das alte Erde wird vergehen, ja, und die auf die neue Erde raufgehen, da wird Gott selbst, der Vater, thronen. Er wird das Licht, deswegen wird es keine Sonne mehr geben und sowas. Und Jesus, der Sohn, wird ihm alle Herrlichkeit und Anerkennung übergeben. Aber wenn Gott jetzt mal nur eine Sekunde die Erde berühren würde, würden wir alle untergehen. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Gott den Sohn dazu befähigt hat, bei uns zu sein. Und dass wir in den Sohn beim Vater sein können. Es ist Weisheit. Es ist Macht. Es ist Herrlichkeit. Und was machen wir? Wir schelten über ihm. Warum hast du mir das weggenommen? Warum geht es nicht so, wie ich will? Einen so einen Gott anzufahren, schlimm. Aber deswegen, wenn man dann vor seinem Angesicht steht, wird niemand ein Wort heraussprechen können und wird erkennen, sagt die Offenbarung. Und alle werden erkennen, dass ich der Herr bin und Gott der Vater. Aber das wird für viele ein bitteres Erkenntnis sein, dass jetzt in dem ganzen Leben die Menschheit nicht annehmen will, dass so hat Gott die Welt geliebt, jeden Einzelnen, dich und mich. Dich und mich. Was für einen Herrn haben wir eigentlich? Alle Begegnungen zwischen Mensch und Gott wurde durch den Sohn ausgeführt. Deswegen der brennende Dornbusch bei Mose war der Herr, ich bin. Der ich bin. Der Herr der Herrscharen, das ist er, der Sohn. Am Berg Sinai, wo der Wolke sich auf dem Berg lässt,
wo es donnert, und seine Stimme war wie eine Posaune. Und die Erde bebte, und die Menschen haben gesagt, Mose, geh du, rede. Denn wir haben Angst. Die Macht, die Herrlichkeit, was Jesus da hat und zeigt. Vielleicht manche sagen, na, das war Gott, der Vater. Ich glaube es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass das der Sohn ist von Anfang an. Er, der Schöpfer dieser Welt, durch den Ratschluss Gottes. Deswegen redet Paulus immer durch den Ratschluss des Vaters, des Gottes, des ewigen Vaters. Das Ratschluss durch den Sohn alles zu tun. Diese Wolke, die Donner, die Stimme, was die Erde erzittern lässt. So einen Herrn haben wir, in solch einen Herrn sind wir Glieder. Als Israel aus Ägypten rauskommt, diese Feuersäule, Wolkensäule, ist er. Er ist, der durch den Geist den Meer spaltet und Israel geht durch den Trockenen. Er ist der, der die Fluten in Zeit Noah befohlen hat. Er ist der, der die Arche Noah auf die Hände getragen hat, dass es nicht versinkt. Sein Geist ist, was durch sein Wort die Plagen in Ägypten gebracht hat. Er ist der, der Elia begegnet, da bei dem Felsen, durch Feuer, Wind und Erdbeben. Er ist aber auch der, der auf dem Wasser geht. Der schläft in dem Schiff, wo es stürmt und die Wellen groß sind und die Zwölfe schreien, Meister, Meister, steh auf. Er ist der, der aufgestanden ist und befohlen hat. Und es hat nicht gedauert, wie bei der Evolution. Millionen von Jahren, sondern in einer Nu war es stille. Er ist, der befiehlt dem Wind, befiehlt der Erde, befiehlt seinen Engel. Er ist der, der unser Herr, unser Haupt ist. Und das zeigt auch die Größe des Vaters. Denn der Vater hat ihm einen Namen über alle Namen gegeben. Jesus ist aus Gott. Er ist Gott. Und deswegen konnte Jesus sagen, auch Israel, wie oft wollte ich euch, ich. Er redet hier nicht von dem Vater. Wie wollte ich euch sammeln und ihr wolltet nicht. Er ist, der mit solcher Herrlichkeit in den Altes Testament sich erweist und Mensch geworden ist. Er ist, der uns so geliebt hat, dass Pilatus ihn auspeitschen haben lassen. Gelassen hat. Dieser Herrlicher musste zuhören, wie sein eigenen Volk, der
den er geschaffen hat, geschrien hat, kreuzige ihm. Er ist es. Und er sagt Pilatus auch, er könnte nichts tun, wenn es ihm nicht zugelassen hätte. Denn wenn er nur ein Wort gesagt hätte, wären die ganzen Engel in Action getreten und es wäre kein Mensch am Leben geblieben. Kein Römer, kein Israelit. Man unterschätzt das himmlische Macht, das Wort aus dem Mund des Herrn. Denn als Jesus den toten Lazarus sprach, Lazarus, komm raus, da hat es nicht wie bei der Evolution Millionen von Jahren gedauert, bis Lazarus wieder aufgepeppt war, sondern in einer Nu ist es passiert. Das ist unser Herr. Macht und Herrlichkeit. Und so hat er uns geliebt, dass er Mensch geworden bin und diese ganze Herrlichkeit auf die Seite gestellt, hat es nicht genutzt, um uns Menschen zu retten. Und da steht der Mensch da und sagt, Gott ist ungerecht. Auch sogar Christen, die vielleicht was verloren haben oder im Leben nicht so gekommen ist, wie sie es wollten. Mit Ehrfurcht zu sagen, wie hier, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, sein Name sei gepriesen. Das ist Ehrfurcht. Wir müssen keine Angst haben, denn er liebt uns. Aber wir müssen Ehrfurcht haben vor seiner Heiligkeit. Denn wir haben kein Göttlein, kein selbstgebastelte etwas, sondern wir haben den Schöpfer dieser Welt. Solch einen Gott haben wir, der Mensch geworden ist und seine ganze Herrlichkeit auf die Seite. Er hat alles verloren. In Daniel 9 schreibt, er wurde ausgerottet und er hatte nichts. Niemand und nichts. Der Vater hat ihn auch für einen Augenblick verlassen. Er sagt selbst, ich hätte die Macht, den Pilatus. Aber ich gebrauche diese Macht nicht, um euch zu retten, dich, mich und die ganze Menschheit. Und wer hört dazu? Wer hört dazu? Und er hat sich auspeitschen lassen. Gestern habe ich so einen Endzeitfilm gesehen und das fing an mit der Kreuzigung. Ein Film kann man mit der Wahrheit so nicht, aber es ein bisschen nahe bringt, ja. Der so herrlich, so gewaltig, so machtvoll ist, wurde für uns schwach. Und ich konnte heulen. Und konnte nur sagen, lass mich verstehen, Herr, diese Liebe. So arg hast du uns geliebt. Du hast alles verlassen, alles aufgegeben. Für mich. Und ich kann es gar nicht schätzen, dieses Leid, was du getragen hast. Was wir dir zugeführt haben. Dass du meine Sünden auch noch auf dich genommen hast. Dass du für mich bezahlt hast, weil du mich liebst. Gewaltig, gewaltig. Und wie leben wir? Paulus sagt, mein Leben ist Christus. Und ich möchte über nichts anderes wissen, nur über Christus. Was machen wir? Wir schelten miteinander über Nichtigkeiten, die nicht wichtig sind.
mit unnötigen Geschwätzen. Und wir ziehen einen den anderen in den Schlamm. Oh, der Bruder hat gesagt, und der Bruder hat gemacht, und der Bruder. Mann, füreinander da sein, sich zu erbauen, alles, mein Recht, mein Wissen und alles aufzugeben, um den anderen zu tragen, um den anderen aufzubauen, so wie der Christus für uns getan hat. Er hat nicht gesagt, naja, das Geld ist meins, das Reich ist meins, naja, ich mach, was ich will. Ja, für was soll ich denn geben? Nein, er hat uns alles gegeben, sagt Paulus. Alles hat er uns gegeben. Wir haben in Christus die Ganzes und nicht nur ein Teilchen. Lest mal Epheserbrief, wie deutlich da aufgeschrieben ist von Paulus, dass wir haben die Erbschaft im Ganzen, das ganze Reich. Wir erben mit ihm alles. Und wie sind wir? Das ist meins, das ist deins. Aufzugeben. Deswegen sagt Jesus, wer sein Leben nicht aufgibt, wer das, was hier auf der Erde ist, nicht aufgeben kann, das ist Liebe für den anderen, alles aufzugeben. Aber nein, wir sehen Schuld, sympathisch, antipathisch, und wir hören zu, um zu wissen, wo wir peitschen können. Oh, der hat gesagt. Und dann kommt das Gewaltige, ja, du Irrlehrer, du Mistkerl, du Nicknutz, hör auf, Videos zu machen. Siehst du nicht, wie bescheuert du bist und so weiter. Meine Güte. Das sind Menschen, die nicht erkannt haben, was der ewige Gott aufgegeben hat für uns. Und wir hängen an Nichtigkeit. Was für ein gewaltiger Ereignis wird die Entrückung, meine Lieben. In einer Nu werden die, die in Christus eingeschlafen sind, auferstehen, auferweckt, verwandelt und gleichzeitig die, die noch leben, verwandelt. Und in einer Nu sind alle weg. Das ist Macht. Die Evolutionslehre bräuchte Millionen von Jahren. Gott braucht nur ein Wort. Es ist ein Unterschied. Und er will nur, dass wir glauben, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm gehören, dass wir auf ihn hoffen, ihm vertrauen. Wir haben kein kleines Göttlein, mein Lieber. Und egal in welchen Durcheinander, in welchen Umgebung, in welchen Zustand, auch familiär, freundschaftlich, Arbeit, Kinder und so weiter, dürfen wir ihm vertrauen, dürfen wir auf ihn blicken, dürfen wir ihn anbeten, an ihn uns klammern. Denn auch Paulus und auch der Hebräerbrief, auch sagt er, Petrus und Johannes, Jakobus ja erklären deutlich, wir haben so einen Schöpfer, einen Haupt, einen Hohepriester, zu dem wir jeden Tag, jeden Augenblick gehen können. Wir sind ein Teil von ihm. Wir sind er. Er hat uns zu sein Ich gemacht. Er hat uns zu sein Ich gemacht, deswegen sagt Paulus, wir sind Glieder in seinem Leib und erklärt, dass der Christus im Vater
das Leib in Christus und somit im Vater. Es ist herrlich. Und deswegen lass dir Mut machen, egal was morgen kommt. Der Herr wusste schon von Anfang an. Und er wird reagieren, um dich zu beschützen, weil du und ich, wir sind Eigentum des Herrn. Wir sind Eigentum des Herrn. Erhebt eure Häupter und habt Gott Vertrauen. Habt in den Vertrauen, der seine ganze Herrlichkeit verlassen hat, um dich und mich zu erkaufen, um dich und mich zu retten. So hat Gott die Welt geliebt. So hat Gott Vater die Welt geliebt. Und sein Ratschluss war, alles durch den Sohn, für den Sohn. Kolosserbrief sagt es deutlich, aber nicht nur Kolosserbrief. Hab Mut zu vertrauen. Auch in dieser schweren Zeit. Und Gott wird uns auch zeigen, was mit der Impfung, wenn wir es überhaupt noch erleben werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich dieses Jahr unser letztes Jahr hier ist. Weiß nicht, aber Israel ist im Mai nächstes Jahr 73. Mehr als 80 sollte es nicht sein. 73 plus 7 sind 80. Die Rechnung könnte aufgehen. Und so wie auch in Israel wahrscheinlich Neuwahlen. Mal sehen. Aber egal, ob der Herr in 10 oder 20 Jahre kommen sollte, wissen wir, wir sind in jeder Nu in seiner Hand. In jedem Augenblick, in jedem Tag unseres Lebens sind wir sein Eigen. Gelobt und gepriesen sei der Herr dafür. Und dafür können wir nicht genug danken. Erhebt eure Häupter. Eure Erlösung, unsere Erlösung ist nah. Meine Lieben, es ist erstaunlich, ja. Es ist erstaunlich zu erfahren, wer Jesus für uns ist. Wer Jesus eigentlich im Alten Testament war, vor Grundlegung der Welt, was er wird, wissen wir, ja, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit. In solch einen Herrn sind wir er. Wir sind verherrlicht in ihm, reich beschenkt in ihm. Dafür dürfen wir vertrauen, mit voller Hingabe, mit ganzer Hoffnung. Ja. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Seid reich gesegnet und reich bewahrt, meine Lieben.